Mein Name ist Annette Hess und ich bin Drehbuchautorin. Ich habe jetzt meinen ersten Roman geschrieben, Deutsches Haus. Der ist jetzt in Polen erschienen und ich freue mich da sehr drüber, weil Teile dieses Buches auch in Polen spielen. Es geht um eine junge Dolmetscherin, die für Polnisch-Deutsch, die in Frankfurt lebt, bei ihren Eltern, die eine Kneipe haben, die heißt Deutsches Haus. Sie gerät per Zufall in den Auschwitz-Prozess in Frankfurt 1963 und beginnt als Dolmetscherin dort die Zeugenaussagen zu übersetzen und erfährt zum ersten Mal von Auschwitz, weil die Generation damals ahnungslos gewesen ist und sie erfährt nicht nur von Auschwitz, sondern auch davon, dass sie selbst und ihre Familie sehr viel mehr mit dem Ort verbindet, als sie je geahnt hätte. Also ich lade Sie ganz herzlich ein, Eva Bruns auf dieser schmerzhaften, aber auch lehrreichen und dann am Ende auch hoffnungsvollen Reise zu begleiten und würde mich sehr freuen, Sie als Leserinnen und Leser für dieses Buch zu gewinnen.